hier ist Ronja und ihr habt abgestimmt, deswegen drehen wir heute einen Tag 24 Stunden lang nur pinkes Essen essen. Ich war am Anfang richtig verwirrt und war so, Gott, was soll ich denn da essen? Aber ich habe tolle Ideen und ich habe 1A Umsetzungsrezepte ergoogelt. Und irgendwie mein Tag besteht mehr aus Snacks als aus richtigen Gerichten. Weil ich, keine Ahnung, ich fand es sehr, sehr schwer, richtige Gerichte zu finden. Weil Snacks, da hast du einiges. Ja, da kannst du Obst machen, da kannst du Smoothies machen, da kannst du sowas wie Donuts essen, Kekse, keine Ahnung, x Sachen. Aber richtige Gerichte, eher schwierig. Und bevor wir jetzt lange um den heißen Brei rumreden, würde ich sagen, fangen wir an mit Frühstück. Das habe ich nämlich schon gegessen, habe ich aber auch gefilmt. Sogar vorher meinen Küchentresen abgewischt, damit es ordentlich aussieht für euch. Und genau, das war Smoothie mit, naja, nicht wirklich Smoothie, eher so Smoothie-Eis, weil es halt gefrorene Sachen waren. Mit gefrorener Banane und gefrorenen Erdbeeren und ein bisschen Hafermilch und dann halt püriert. Und es war eine hübsche, pinke Pampe. Gesundheit! Also, wir frühstücken jetzt. Ich meine, es ist recht pink geworden. Da kann man gar nichts sagen. Mmh. Das ist so gut. Der einzige Nachteil an dem Essen ist, dass die Hand, die das hält, einfach so schnell, so unglaublich kalt wird. So, bevor wir uns ans Mittagessen machen, ich habe ein Rezept gefunden für Kekse, was richtig, richtig, richtig gut aussieht. Ich war gestern auch noch beim Rewe, habe pinke Lebensmittelfarbe gekauft und es gab Mehl bei uns im Rewe, was absolut crazy ist, deswegen habe ich zugeschlagen. Mein Vater ist gerade noch beim Metro und kauft mir eine Palette Eier, weil das es leider nicht mehr unbedingt gab in unserem Rewe. Aber ich habe trotzdem Butter und die meisten Sachen habe ich gekriegt, deswegen können wir jetzt wunderbare pinke Kekse backen, aber das Rezept dauert ewig und da startet man soll den Teig irgendwie so 3 Jahre in den Kühlschrank legen, damit der leckerer wird. Deswegen, es ist zwar erst 2 Uhr oder so, aber wir fangen schon mal an mit dem Keksteig, damit ich heute irgendwann mal was zu snacken habe. So, willkommen in meiner Küche. Ich habe schon mal ein paar Sachen, also meine ganzen Zutaten rausgestellt und eine Schüssel und ich möchte nur mal anmerken, ja? Ich weiß, wir haben in der Vergangenheit schon ein paar Mal in der Küche gefilmt und es war immer sehr, sehr schlecht, aber seht ihr, was ich jetzt habe? Okay, ist jetzt nicht, weil ihr nicht hinter der Kamera seid, aber ein Stativ. Ich habe ein Stativ. Okay, jedenfalls, unsere Zutaten sind, es sind die Zutaten wahrscheinlich egal, weil die Chance, dass ihr das nachbacken wollt, ist wurscht. Deswegen zeige ich jetzt einfach, wie ich Plätzchen backe. Und dieses Stativ ist zwar ein Stativ, aber es ist zu klein für mich. Ich stehe eigentlich, ich bin so groß, deswegen sehe ich dir nichts von mir. Ich kann es ein bisschen, höher stellen, aber es hilft nicht viel, dann muss ich mich auch immer ducken. Naja. Ups. Ups. Hä? Es wird immer mehr. Seht ihr das? Das war mal auf 200, jetzt ist es auf 300. Und das ist für euch 250 Gramm? Ich sage ja. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass die nicht richtig pink werden, weil durch den Zucker jetzt der Teig so dunkel ist, denke ich mal. Naja, wir werden sehen. So, unsere Butter ist geschmolzen, das heißt, die kommt jetzt mit in die Pampe. Und dann brauchen wir ein Ei und ein Eigelb nach meinem Rezept. Das war übrigens ein anderes Rezept, was ich auf YouTube gefunden habe. Also es hatte auch sehr gute Bewertungen, ja? Also die Kommentare waren alle so, boah, es schmeckt voll gut. Das sind die besten Kekse, die ich jemals gegessen habe. Das ist eins von den 1000 Rezepten mit dem Titel die besten Schokocookies der Welt. Also wenn das jetzt nochmal nichts wird, ja, dann bin ich sehr enttäuscht.
gedacht. Ich wollte das Eigelb. So viel dazu. Läuft gut, Kinder. Wenn ich eins nicht kann, dann ist es vor der Kamera kochen. Ich sag's nur noch mal. Mehl ist voll wenig, oder? Und das 200 Gramm Mehl? Leute, seht ihr das? Wow! Messmeister! Ich hoffe, das reicht. Also ich hoffe, die werden pink, aber ich glaube, ich brauche echt viel Lebensmittelfarbe, damit die Dinger pink werden. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie rot werden. Also es ist beides da. Die Angst vorm nicht pink genug und die Angst vorm zu rot. Okay, unsere nächste Heldentat wird das Sagen von der Tafel Schokolade. So, und jetzt kann ich aufräumen und der Teig muss irgendwie 2-3 Stunden im Kühlschrank bleiben, damit die Kekse lecker werden. Jedenfalls hat das der YouTube-Mann gesagt. Deswegen lege ich all mein Vertrauen in ihn rein, auch wenn ich jetzt echt Lust auf Kekse hätte. Aber vielleicht ist er daran was dran und das ist der beste Geschmack, den wir jemals hatten in Keksen. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich hoffe. Sonst lohnt sich das ja nicht für 3 Stunden. Ich sag's euch. Und dann, ich meine, ich weiß nicht, wie sie ohne die 3 Stunden schmecken, aber... Ich kann euch ja sagen, ich hatte ja sonst schon mal Kekse, die ich selber gebacken habe. Ich kann euch dann ja sagen, ob das so ein krasses Rezept ist. Ja, vielleicht, wenn es ein krasses Rezept ist, dann schreibe ich es in die Infobox oder verlinke das Originalvideo, irgend sowas. Aber wir werden sehen, ja. So, weil ich ehrlich gesagt doch ein bisschen zu faul bin, um richtiges Essen zu kochen, aber schon ein bisschen Hunger habe. Ich habe mir so Erdbeer-Dings-Alpro-Honig gekauft. Der ist pink, wie ihr vielleicht schon an der Packung erkennt, an solchen Bildern. Und genau, dann esse ich jetzt was davon. Ich habe keine Schüssel mehr, deswegen essen wir das aus der Packung. Ich hoffe, das stört keinen. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe den eigentlich für heute gekauft, ja? Aber ich hatte gestern voll Lust auf Joghurt. Deswegen habe ich gestern schon ungefähr die Hälfte davon gegessen. Aber der ist echt lecker und er ist auch pink, also zählt. So, es ist jetzt mittlerweile ungefähr 5 Uhr und ich habe nicht wirklich Lust auf was Richtiges. Habe ich mir gedacht, wir machen jetzt schon mal die Kekse und... Sie sind jetzt lange genug im Kühlschrank gewesen, das ist meine Prediction. Das heißt, unser erster Schritt ist, heizen, Ofen vor, weil der eine Weile braucht zum Vorheizen. Und dann machen wir Kekse. Meine Katze denkt einfach nur so, ja, wir machen endlich Essen für mich. Aber wir haben hier diesen wertigen Teig kreiert. Ich hoffe, man erkennt auch was. Es ist irgendwie sehr dunkel, kann es sein? Ich mache das nachher in der Nachbearbeitung schön hell. Jedenfalls, wir haben hier diesen prächtigen Teig kreiert und machen den jetzt in Klopse. Okay. So, Chobi, das wären ganz fantastische Kekse, ich sag's dir. Ich schwöre, wenn das nicht die besten Kekse wären, die ich jemals gegessen habe, bin ich so traurig. Um ganz ehrlich zu sein, die sehen ein bisschen aus wie diese Patties, die bei McDonald's gemacht werden, bevor daraus Chicken Nuggets werden. Wisst ihr, so ein bisschen wie dieser Fleischbrei. Während wir auf die Kekse warten, wollte ich nur noch mal sagen, wir haben neuen Merch bei uns im Shop. Also wenn ihr was möchtet, vor allem zu Ostern jetzt, eilt euch. Das Osterdesign ist limitiert, das gibt es nur noch 10 Tage lang. Also bis zum 12. April könnt ihr das bestellen und danach ist das für immer weg. Also schnell sein lohnt sich. Merch findet ihr wie immer auf www.richtigronja.com oder am ersten Link in der Beschreibung. So, unsere Kekse sind fertig. Sie sind nicht super pink, aber... Oh Gott, sie sind noch echt heiß. Aber sie sind echt
Keine Ahnung, sie sehen voll gut aus. Die weiße Schokolade ist aber einfach weg. Die sind so lecker. Holy moly. Ich hab... Oh, die sind echt süß. Ich habe Rezept-Tipps unter dem Video gelesen und da stand, ja, mach mal weniger Zucker rein. Die sind echt süß. Deswegen habe ich weniger Zucker reingemacht. Und die sind nur noch echt süß. Aber nicht auf eine schlechte Weise. Die sind so gut. Wahrscheinlich, also die in dem Rezept haben halt dunkle Schokolade genommen. Ich habe halt weiße. Damit es nicht so dunkel wird, der ganze Kram. Aber... Die sind innen drin, sind sie pink. Sieht man das? Nö. Aber die sind innen drin richtig weich und außen richtig knusprig. So, es ist deutlich später, wie ihr vielleicht auch an den Lichtverhältnissen erkennt. Deswegen machen wir jetzt Abendessen. Zum Abendessen habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar Apfelrotkohl, weil das ist sehr pink. Und ich mag es gerne. Ganz ehrlich, ich weiß, das ist so ein Weihnachtsding, dass man Rotkohl mit Klößen isst. Aber ich mag Klöße nicht so gern. Aber ich mag Rotkohl sehr gern. Deswegen machen wir das. Und wir haben ein bisschen Kartoffelbrei, den wir gleich einfärben mit Rote Beete. Und dann wird es schön rosa, meiner Meinung nach. Hoffe ich. Wir werden sehen. Das Rotkohl ist im Topf und wir fangen jetzt mal an mit unserem Umfärbeprozess. Oh mein Gott, ja, das ist sau gut. Seht ihr, wie pink es schon wird? Ich weiß nicht, ob das in dem Licht pink aussieht oder eher rot, aber es ist pink. Es ist tatsächlich einfach nur sehr pink. Irgendwie ist euch mal aufgefallen, das ist alles, was wir heute essen, einfach Matsch ist. Frühstück, Clip hier einfügen. Er denkt die ganze Zeit, ich esse auch gern Matsch. Warum kriege ich keinen Matsch? So eine Gemeinheit. Frühstück war Matsch. Mittagessen. Ja gut, richtig, das Mittagessen hatten wir nicht. Wir hatten Joghurt. War quasi Matsch. Snack. Okay, Snack waren Kekse. Snack war kein Matsch. Aber der Keksteig. Matsch. Und Abendessen habe ich ein bisschen Matsch vorbereitet. Ich bin gespannt, wie das mit anderen Farben ist. Sagt mal in den Kommentaren, ob ich nochmal so ein Video machen soll, aber dann vielleicht mit... Grün oder blau oder gelb. Gelb. Gelb könnte ich Kartoffelbrei essen. Das wäre wieder Matsch. Nicht gelb. So, das hier ist das einzige Zimmer, in dem ich noch genug Licht habe, um zu filmen. Unser Abendessen ist jetzt fertig. Es ist tatsächlich weniger pink, als ich dachte, einfach weil das Rotkohl sehr viel lilaner ist. Aber ich glaube, wenn man das Ganze hier mischt, dann wird es eine pinke Pampe, so wie ungefähr jedes Essen bisher. Alles falsch. Au. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da. Wie gesagt, schreibt einen Kommentar, welche Farbe ihr als nächstes sehen wollt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Ich uploade jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag immer um 13 Uhr. Also immer einschalten, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao!